Es geht hier aber auch echt langsam voran, ne? Ah, herrlich, so. Aber ich mag diese Sumpfluft, ja? Ich mag die Sumpfluft, die hat irgendwie... Ja, riecht nach Kaulquappen und ein bisschen nach Rotwein. Wunderbar. Naja, vom Rotwein merke ich persönlich nicht viel, aber... Ah, ja. Herrlich, so ein Gläschen Rotwein, darauf könnte ich jetzt. Ja, mit meiner Luciandra, schön am Kaminfeuer und dann... Mit wem, Luciandra, wer ist das denn? Ja, das ist so meine nette Freundin. So, okay, was ist denn das da hinten? Ah, ich weiß auch nicht, oder ist das die Milchstraße? Guck mal. Dann guck doch mal hier, das ist so ein Hausboot. Bestwagen, ja. Klassewagen, tolle Wagen, Dame Sternbergwagen. Oh, ein Kunde, kommen Sie her. Ja, kommen Sie her, guck mal. Ich bin eigentlich kein Kunde hier. Ich weiß, was man will. Schauen Sie mal rauf, was ja, ich habe. Ich bin ja schon. Dame Sternberg, der Schmuggelverkäufer. Hallo? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nun kaufen ja, Sie mal, was Sie hier kaufen wollen. Ja. Ja, was haben Sie denn? Ja, 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 gucken Sie mal, was ich habe. Ja, ja, ich sehe doch gar nichts. Ruhig um, es ist so Moment, toll, ich... alles schon wieder ein Verrückter. Ja, ich glaube, der ist vollkommen irrsinnig. Was? Ja, ich, okay, ich muss mal einmal hier kurz manövrieren. Ich dann kann nichts sehen. Hier sind ja lauter Irre in diesem Land. Meine Güte. Der geht da kaputt, der kratzt gerade ab. Aber vergesst du nicht immer vorbei. Lass uns verschwinden. Ja, ich gucke ja schon. Ja, 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 ja. Mann, was. Was? Komm, ne. Was halt. Jetzt halt die Fresse, Mann! Die pissen mich an, hören die auf, hier rumzukotzen! Corando, lass uns sofort verschwinden, das sind nur Bekloppte. Ja, was ist das für ein scheiß Pissopfer, der kotzt mich an! Ach, lass den liegen da, egal. Was für Ware, dann zeigen Sie mir doch Ihre Ware. Was? Oh, was? Ihr Bengels! Was gibt's ja, hier für ein Zeug? Das ist alles viel zu teuer! Was ist das für ein Bucherladen hier? Oha. Ach, lass uns verschwinden, der will uns nur was anderes. Ich will gar nichts mehr von Ihnen kaufen, ja? Ich konnte doch ein bisschen Rabatt geben zumindest. Oh, es gefällt mir meine Ware nicht. Nee, überhaupt nicht. Viel zu teuer, nur Schund hier. Das kann ich mir auch selbst. Ja, was hier, dann verarschen Sie sich doch selbst. Gucken Sie sich doch mal an hier, was ist das hier? Ach, Eisenpistole für 10 Gold und Riesenwurfschuss. Was Schraubenschlüssel? Was Sie wollen, der heißeste Ware überhaupt. Ich kann Ihnen 2 Eier anbieten. Was kriegen Sie dafür? Nichts, ja? Ja, das wollen Sie nicht. Oder hier ein paar Blätter hier. Seerosenblätter? Auch nicht. Was soll ich denn mit Lilien? Ja, hier, Gott, Scheißwetter! Hier, nehmen Sie die Eier und kacken Sie sich weg, die Schweine, Opa! Der ist doch nicht ganz dicht. Oh, es regnet. Komm, lass uns verschwinden. Ja, ihr Laden, ja? Lass uns irgendwo drunter stellen. Los, weg hier. Ey, solche Leute, ja? Wenn ich solche Leute sehe tagtäglich, was denken die sich? Wir sind hier im Land der Irren. Aber ehrlich, je weiter wir nach Norden vordringen, desto kranker werden die Menschen anscheinend nach. Meine Güte, lass uns bloß irgendwann drunter stellen. Ja, dann kommen Sie doch auch mal. Ja, ich komme ja schon, warte. Oh, ist das ein Pisswetter. Da bin ich. Guck mich an, ich bin total durchgesifft, ja? Da bist du nicht der Einzige, mein Freund. Meine ganze Klamotten, ja, mein neu gekaufter Gucci-Pullover, der ist durch, ja? Gucci, Gucci, mach mal Flutschi, kann man nicht hier irgendwo einen Unterstand haben? Wo ist denn diese Müllstadt, Ja, Müllstadt, nicht Müllstadt, Mullstadt. Eine Müllhalde. Müllstadt, Sie sollen zumindest hier ein Konzert halten für den Sohn von hier, Professor Cucumber, ja? Ach, der hat uns wahrscheinlich auf die falsche Fährte geführt. Will ich nicht hoffen. Will ich echt nicht hoffen, ja? So gut, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Herr Puppenspiel, jetzt kommen Sie. Ja, ich komme ja schon. Ach. Das ist ein schrecklicher Abend. Oh. Jetzt fängt es noch an Gott, zu donnern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hier noch in den Sümpfen auf dem Wasser, ja? Und dann im Wasser. Es leitet so prima. Na, besser kann man einen Abend nicht genießen. Na, ehrlich nicht. Sie mit Ihrer Puppenkunst, hören Sie mal auf, sich hier zu teleportieren. Guck dir das an, mein Lieber. Das ist Geschwindigkeit. Ostgeschwindigkeit. Ekelig, sag ich Ihnen. Ekelig. Ja, lass uns schnell verschwinden. Land gewinnen. Ja, das kommt auf Sie drauf an. Sie sind zu langsam, ja? Ich bin ja hier schon flix dabei. Na, ich geb dir Rückendeckung, mein Freund. Wer weiß, was da noch rumlauert in den Sümpfen. Alligatoren, Lurche oder hast du mich gesehen? Will ich nicht hoffen. Oder giftige Schlangen. Na, hören Sie auf mit diesen Horrorvorstellungen. Kommen Sie her. Warte, ich tauche ein bisschen. Was ist denn das? Hören Sie das? Oh, ich höre. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl. Wir müssen hier schnellstmöglich weg, ja, Herr Puppenspieler. Ich bin direkt... Jetzt, kommen Sie mir nicht so nah... Also wirklich nicht, ich nicht antworten. Ich bin direkt hinter dir. Merkt das schon. Was ist das? Also, was ist doch hier? Scheiße, wir müssen hier verschwinden. Herr Puppenspieler! Ja, ich bin... Hier ist irgendwas! Ja,
habe ich auch gesehen. Oh mein Gott. Wir müssen ganz schnell weg. Ja, wohin nur? Na, weiter. Ja. Wohin sollen wir das? Ach du Scheiße, da kommt jetzt! Da kommt jetzt! Ah, Mist. Machen Sie doch was, Sie haben noch die Puppe in der Hand. Ach, aber die Puppe, die will nicht. So bei Wasser, die hat immer ein bisschen Platz. Ja, Scheiße, was sollen wir denn machen hier? Ja, oh ich versuche sie auf die falsche Fährte zu führen. Ja, sie führen sie eher in meine Richtung. Mist, was haben wir denn hier noch? Ah, oder ja. Wir machen so, Boom. Ich führe sie zu dir und du machst sie kalt. Scheiße, mein Boot! Oh nein! Ah, Zielen muss gelernt sein. Ciao, Station gegangen. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gewinn! Oh, ich ertrinke noch schnell ins Boot wieder. Ich glaube, ich lock sie zu dir. Fuck. Du machst sie alle platt. Total die Scheiße. Ja, sie hat mich gebissen! Sie hat die Teile beißen! Oh Gott, ich bin vergiftet, das juckt überall! Herr Puppenspieler, ja. Ich brauche Ihre Hilfe, ich kratze sie ab. Gleich, ich muss die anderen noch ein bisschen bearbeiten. Ja, sie machen ja gar nichts. Naja, ich tanze mit dich. Bitte. Ja, ich mache den Schwanentanz im See. Okay. Ganz ruhig bleiben, Kurando. Jetzt. Ich spüre sie was. Zu dir und du feuerst sie ab, aber nicht mich abfeuern. Das ging aber knapp daneben, ey. Ja, knapp daneben ist es auch vorbei. So, schnell. Mach sie. Geh aus meiner Schussbahn. Ach, du Trottel. Ich spiech. Ja, mach sie fertig. Noch ein. Schieß. Ja, ich bin schon gut dabei. Was laufen Sie mir hier vor dem Zielfernrohr? Ja, das ist Motivation. Da ist Motivation. Komm, schnell, ich sehe da hinten Lichter. Das muss Mühlstadt sein. Mühlstadt, ja. Jetzt kommen Sie schon. Sie Müll. Was sollen wir? Müll? Stadt von Mühle. Ach, sehen Sie doch da hinten. Ah, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. So, bloß weg da, ey. Ich hab genug von den Sünden. Ah, ich nehme das saubere Wasser. Uff, Oh Gott. Sind wir so los? Ich komme. Ich glaube, Sie sind weg. Was war denn das bitte? Irgendwelche Wasser-Zombies, Schlangen-Zombies, keine Ahnung. Weiß der Geier. Oh, eine Windmühle. Sind wir hier in Holland? Nein, das ist Mühlstadt. Wie der Name der Stadt schon sagt, Mühlstadt, ja? Ach so, die Mühle, das soll das symbolisieren. Ich verstehe. Gut, Sie haben auf jeden Fall schnell geschaltet. Wir legen jetzt erstmal hier wieder an Land an. Oh, das sieht aber sehr nett aus. Schön ja, hell und freundlich. Gemütlich, ne? So, da kommen wir mal her. Da fühlt man sich wohl. Zack, Boot nehmen wir mit. Und dann, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ah, ja. Da habe ich mich drauf gefreut. Ah, so sauberes Wasser hier vorne. Wunderbar. So, dann kommen Sie mal mit. Warte, ich schiff noch schnell ins Wasser. Dies ist also Mühlstadt. Wirklich eine schöne Stadt. Nicht wahr, Herr Puppenspieler? Ja, das sieht das mal an, das ist prächtig hier. Das muss man schon sagen. Gutes Mauerwerk. Fein. Aber wo wohnt denn nun hier der Herr Cucumber, der Herr Doktor, ja? Wo war denn das Haus? Ja, wo ist dieser Doktor? Meine Güte. Wir fragen am besten mal hier im Ort nach, ja? Was ist denn mit... Ich glaube... Herr Puppenspieler, was sind Sie da in dem Brunnen? Ach du Scheiße, was machen die denn da alle? Da ist eine Frau zu Ihnen gesprungen. Retten Sie die mal. Ach, du weißt ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Sie können nicht schwimmen, oder was? Scheiße, ich glaube, ich kann nicht schwimmen. Verdammt nochmal, denken Sie, können Sie das helfen? Oh Gott. Kurando, hilf mir. Ja. Ach du Scheiße, Sie ertrinken ja tatsächlich. Kurando. Okay, ich helfe Ihnen. Schnell, einen Moment. Schnell. Oh, Scheiße. Oh Gott. Na, haben Sie wenigstens die Frau noch gerettet, ja? Ich hab mein Bestes gegeben, Kurando. Ja, Gott sei Dank. Auch ein Superheld kommt mal in die Jahre. Ja, ich merke das schon. Okay, Sie. Hallo. Wo bist du denn, hübsches Kind? Wir sind hier schon beim Haus vom Dr. Cucumber. Ja, genau. Quentin Cucumber, sehen Sie das? Oh. Wie jetzt? Was? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin die Judith, hab ich doch gesagt. Ach, die Judith. Hallo, Judith. Hallo. Willkommen in Mühlstadt. Was ist lecker? Diese Judith gefällt mir. Ja, was hat die Judith? Hat irgendwie was mit den Schlaganfall oder was ist mit der los? Ich glaube, die freut sich, uns zu sehen. Ja, Judith. Ich immer über Besuch. Das ist der Puppenspieler, Sie können noch mit ihm ein bisschen reden. Aber ich muss jetzt hier meine Mission erfüllen, ja? Mensch, du. Hallo. Haben wir aber am Schwein gehabt. Schönen guten Abend, Ja, ehrlich, Judith. Gucken Sie mal, sind Sie auch
voll gesifft hier mit Wasser, ja? Mensch. Komplett durchtränkt. Also du darfst nicht... Herzlich willkommen, Mensch. Nein, nein, nein. Die ist doch verrückt. Die ist vollkommen geisteskrank. Ich glaube, die ist suizidgeschädigt. Kommt da wieder raus. Judith, das ist... Ich kann nicht schwimmen. Kurando, hol sie da raus. Oh, da ist ein Herz. Was ist das? Hallo, da bin ich wieder. Oha, wer ist denn das? Wer ist denn das da hinten? Ach, das sind die Bewohner. Natürlich, ja, hier wohnen auch Menschen. In Dörfern wohnen normalerweise Menschen, ja? Wer traue ich, wenn ich... Hallo. Hallo. Aber das hallo. Wer sind denn Sie? Ich bin der Pierre. Elvin John, bist du das? Ach nee, goodbye, wer sind Sie denn? Wir sind Kurando und der Puppenspieler. Oh, kann Ihnen aber scheißegal sein. Das ist der Elvin John. Was ist das? Mülheim-Gaststätte? Nee, ich will hier nicht wohnen. Nee, keine Nacht. Vielleicht ein kleines Bierchen trinken. Nee, nee. Hier müssen wir hin. Dr. Quentin Kamba. So, Herr Puppenspieler, kommen Sie her. Ach, du meine Güte. Sie müssen hier ein kleines Konzert für den Sohn von Herrn Kamba. Was ist denn das für ein Hässlicher? Oh. Boah. Ihr beiden seid mir mehr suspekt. Wir sind Ihnen suspekt? Mich mal. Was soll ich zu Ihnen bitte sagen? Hallo? Gucken Sie, Sie reiben sich da an einem Lattenzaun, ey. Kurando, pass auf, hör ab. Ich hab doch vorher schon gesagt, je weiter wir nach Norden vordringen, desto kranker sind die Leute. Judith, jetzt hören Sie auf, sich an Ihrem Sonst was hier zu reiben. Das so, Puppenspiel, kommen Sie. Dr. Königer, ich klingel mal, ja? Hallo, ist da wer? Hallo? Oh, lass mich jetzt nicht warten hier. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand ist. Mach ich schon auf! Ey. Er versteckt sich. Da geht mir... Hallo, die Tür ist doch verschlossen. Also, Judith. Ja? Lassen Sie das bitte, ja? Judith, bitte spring nicht wieder in den Brunnen. Ist da nicht... Wir müssen irgendwie in dieses Haus kommen. Ah, hauen habt ihr. Vielleicht gibt's ja irgendwo einen Hintereingang. Mal gucken hier. Ist doch irgendwo... Entweder er ist nicht da oder er hat sich in seinen Bunker verkrochen. Nein, der muss hier sein. Der hat Geburtstag. Ja, aber warum lässt er uns nicht rein? Was weiß ich? Vielleicht ist er ignorant einfach nur, ja? Ich muss doch mein Konzert machen. Das gibt doch wieder... So, jetzt mach mal auf, verdammte Scheiße. Ich weiß, dass du da bist. Ey, Alter, ich raste gleich. Ey, das Spiel macht mich krank. So, haben wir hier irgendwas, um ihn rauszuholen hier? So, eine Eisenspitzhacke habe ich. Nimm doch den Dietrich. Dann machst du die Tür auf und wir gehen rein. Mach schon auf! Du Pisser! Herr Puppenspieler, wir müssen jetzt andere Optionen hier ergreifen. Kommen Sie mal mit. Und du, guck mich nicht an! Hey, hören Sie auf damit. Meine Güte. Krasse Scheiße. Okay, was machen wir jetzt? Puppenspieler, kommen Sie mal her. Womit hab ich das verdient? Wir gehen mal ein bisschen radikaler vor, ja? Ich habe eine Eisenspitzhacke dabei. Ja? Gucken wir mal, ob hier niemand ist, ja? Ne, hier. Hier ist niemand zu sehen. Okay. Also dann. Junge, gehen wir hier Junge, vor? Das ist gefährlich. Nee, hier. Machen wir hier. Kommen Sie mal her. Wenn es keinen Hintereingang gibt, dann machen wir uns den selbst, ja? So. Naja, ein bisschen Hausfriedensbruch hat noch nie geschadet. Was da drin läuft, da voll die krass laute Mucke. Das ist Mann, das ist... Ach du meine Güte. Was denn? Das ist gruselig. Ist hier was zu klauen? Nee. Hier gibt's ja gar nichts. Na gut, ich geh da mal rein, ja? Das ist... Ja, geh du vor. Ich warte draußen. Boah, warum ist die Musik... Das wird ja immer lauter hier. Hallo? Jetzt echt jemand auf den Ohren. Da ist doch jemand. Hallo! Hey, Alter! Wow, what a sound, what a cutie! Wie laut! Hallo! Bist du vielleicht zufällig der Sohn von Herr Dr. Cucumber? Ja? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe kein Wort. Was hast du gesagt? Die Musik ist zu laut, ich verstehe nichts. Ich höre gar nichts. Boah! Was? Black Death? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es kann auch nur eine Täuschung sein. So, also, es geht um deinen Geburtstag. Ich daune dich gleich erstmal richtig, wenn du so weitermachst, ja? Jetzt komm mal hier raus. Du kannst hier keine Sekunde mehr raus, bitte. Du sollst mit mir vor die Tür kommen. Ey, das geht gar nicht. So, aus mit der Musik. Jetzt haben wir Ruhe. So, mein lieber Freund. Habe ich hier
rauszulocken, werft Bart mal bitte. Ich bin hier voll in meiner Haube. Gut, du kommst jetzt mit mir raus, ja? Vor die Tür. Was? Nein, dein Vater will, dass wir dir ein Geburtstagsgeschenk hier machen zu deinem 18. Ja, wir wissen, du bist volljährig. Jetzt bist du erwachsen, ey. Ich bin 18 Jahre alt. Du kriegst jetzt gleich ein richtig geiles Konzert. Extra für dich, Premium vom Puppenspieler von Mexiko. Was will man mehr als Jugendlicher mit 18 Jahren? Vor allem, wenn man Boss ist, ja? Jetzt komm raus und ich schieße den Pfeil in die Fresse, ja? Kommst du jetzt? Okay, okay. Oder willst du sterben? Ich komm hier schon. Alter, lass mal ab, ey. Bevor man ab, ey. Du musst mich nicht down up, ey. Du bloß gleich down in dein Grab, wenn du nicht verleiht hast. Junge, Junge, was ist das für ein Zirkus? Ach, lass uns hier bloß wieder verschwinden. Ein schreckliches Dorf. Ja, Herr Puppenspieler, das sieht wohl aus, als wäre das Ihre Bühne hier. Scheiße, na ja, klar, ey. Ist das meine Bühne. Aber Scheiße, fantastisch. Irgendwas fehlt doch noch. Was soll denn hier noch fehlen? Mich wurmt es. Was? Sie sehen doch super aus hier. Ihr denn für Lutsch. Super, klar, natürlich. Kenneth, hier geht's gleich richtig los. Also, das ist nochmal extra für deinen Geburtstag. Ja, 18 klar. Jahre wird man nur einmal. Ja, das muss gefeiert werden. Das wird gebührend gefeiert. Dafür wird der Puppenspieler gleich hier richtig auflegen, sag ich dir. Der haut hier rein. Ich glaub ja nicht dran, ey. Ich will Black Death und nicht so eine Scheiße hier, ey. Voll die Heinze, ey. Ihr seid voll der Drecke, Dreckscheiße. Ja, ja. Spaß, ne? Ah, ich sing doch im Duett. Was soll denn das? Puppenspielerin. Komm hervor. Hallo. Ah, endlich, da bist du ja. Ja, genau. Oh, wen haben wir denn da? Ist das etwa die sagenumwobene Puppenspielerin? Natürlich. Oh mein Gott, das ist ja eine richtige Schönheit. Wow. Kenneth, guck dir das mal an. Da werden ja die geilen Geschosse aufgefahren. Die extra für dich so gut. Ich muss die anderen holen. Hey, alle miteinander hier im Dorf, kommt schnell zur Partybühne hier. Puppenspieler und Puppenspielerinnen lassen gleich die Puppen tanzen. Das wird ein puppenhaftes Puppentheater. Hey, du auch, Judith, guck dir, ey, du musst da hinkommen, das wird sowas von geil. Auch sie, fetter Mann vom Hotel, komm so schnell. Das kann man nicht verpassen. Wer das verpasst, der hat dein Leben verpasst, ohne Witz. Auch du, du kleiner, rothaariger Mann, komm schon her. Komm schon her, komm schon her. Ah, komm her. Das wird sowas von toll. Das wird wirklich das Konzert aller Konzerte.